35 Euro für eine Handseife. Ich bin ehrlich, das ist mein liebstes Format. 5 Produkte, 7 Produkte, die ich nie wieder nachkaufen werde. Freunde, ihr süßen, süßen Mäuse. Ich liebe ja meinen Job. Ich liebe es, neue Produkte zu testen. Und es sind auch oft Produkte dabei, wo ich wirklich einfach einen Schreikrampf kriege. Und nachdem ich letztes Mal so ein bisschen Ärger bekommen habe für den Titel meines Videos, dachte ich mir, in diesem Video kriegt ihr wirklich, wirklich, wirklich nur Flops. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht 8 Flops, die ich nie wieder nachkaufen würde und euch auch davon abraten kann. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Ich sehe so ein bisschen aus wie ein kleiner, lieber Junge. Nein, und hier ist auch schon 8. Produkt mit dazugekommen. Wir starten direkt mit dem ersten Produkt, welches ich gerade zusätzlich nochmal rausgeholt habe. Und das ist dieser Babyhaar Styling Stick. Egal, ob der von Isana oder von Balea. Ich habe ihm gerade nochmal eine Chance gegeben, um hier, also ich nenne sie Babyhaare, weil ich hoffe, dass da doch was kommt. Kommt natürlich nicht mehr, um so diese einzelnen kleinen abstehenden Härchen irgendwie so ein bisschen wegzukriegen. Das Ding riecht toll nach Frucht, aber es trocknet einfach nicht an. Und das ist einfach nur schmierig und das sieht aus, als hätte, seht ihr das? Als hätte dir jemand in die Haare, es tut mir leid, gespuckt. Weil das einfach, es ist so glänzend, das ist einfach nur Gel mit Wasser gemischt, was du auftragen kannst, punktuell, vielleicht mal um ein Härchen zu fixieren, so, okay. Aber um es grobflächig aufzutragen, hat mir das leider gar nicht gefallen. Ich weiß, dass gerade dieser Stick wohl ganz beliebt sein soll. Den habe ich natürlich noch nicht hier. Der ist auch bei mir mittlerweile ausverkauft. Ich kriege ja oft immer die Nachrichten, hey, immer wenn ihr irgendwas zeigt, dann gehe ich in die Drogerie und dann ist es weg. Freunde, mir geht es nicht anders. Ich kann nichts dafür. Also diese Baby-Haar-Styling-Sticks funktionieren bei meinen Haaren zumindest nicht. Schreibt mir aber unbedingt bitte eure Erfahrungswerte zu den Produkten in die Kommentare, falls ihr sie vielleicht auch schon ausprobiert habt. Wir machen weiter. Wir bleiben gleich mal in der Drogerie. Und das ist, ja, das ist von Action eigentlich, ne? Das ist das Self-Tan Water. Ein Gradual Tan Gold and Bronze Glow von The Beauty Department. Das ist ein Selbstbräunungswasser. Es war auch wirklich transparent. Es roch auch sehr, sehr gut. Es hat sich sehr ebenmäßig aufsprühen lassen. Aber Problem Nummer 1, ich habe es nicht vertragen. Ich habe sofort kleine Pickelchen bekommen. Und Problem Nummer 2, die Farbe, die da rauskommt, ist einfach eine Katastrophe. Also du siehst wirklich aus wie eine Orange danach. Hat gar nicht funktioniert. Und das Problem, was ich hiermit hatte, ist, du sprühst es auf und dann musst du es ja natürlich einziehen lassen. Aber das zieht nicht so richtig ein, sondern du hast immer diesen klebrigen Film im Gesicht gehabt oder am Körper gehabt und das hat nicht gut funktioniert. Und jetzt lese ich es hier auch gerade mit Karottenextrakt. Mein Opa hat immer Karottenwasser gehabt und hat sich das ins Gesicht gegeben für so ein bisschen Farbe. Ja, ich möchte nicht aussehen wie eine Karotte, ne? Also das hat mir leider gar nicht gefallen. Das war jetzt auch nicht so teuer, wo ich dann sage, okay, das ist dann auch nicht ganz so schlimm. Bei 2 Euro ist es okay, wenn ein Flop mit dabei ist oder wenn es für mich nicht funktioniert. Ein Produkt, was ich hier aber habe, das war so teuer, dass ich wirklich an meinen Kapazitäten zweifle. Wir bleiben aber nochmal in der Drogerie und da habe ich das hier. Und ich weiß, da begebe ich mich aufs dünne Eis. Das ist von Balea, das Body Gel Aloe Vera. Spendet Feuchtigkeit und belebende Frische. Das ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Vielleicht 2, vielleicht habe ich es auch letztes Jahr gekauft. Es lag jetzt auch lange im Backup-Schrank. Das Problem, was ich hiermit habe, ist A, ich kriege keinen Sonnenbrand. Punkt 1, dann ist der Zweck dafür für mich schon so ein bisschen nicht gegeben. Kann ich aber dem Produkt nicht vorwerfen. Problem Nummer 2 ist das Gefühl danach. Also Aloe Vera ist ja wirklich super beruhigend, super pflegend. Es riecht auch toll, sehr frisch. Wirklich so ein bisschen aquatisch. Aber wenn das dann eingezogen ist, dann wird das so klebrig. Seht ihr diese Fäden, die das sieht? Und das möchte ich nicht an meinem ganzen Körper haben, geschweige denn im Gesicht. Ich hatte es mir damals, glaube ich, gekauft, um es als Primer zu kaufen. Vielleicht, um es auch hiermit so ein bisschen zu vergleichen. Das ist ja der Milk Hydro Grip Primer Base Adherent. Ja, hat also auch so nicht geklappt. Ich mag das nicht. Also, ich weiß, dass viele auf diese Aloe Vera Gele stehen. Ich mag das Gefühl danach einfach nicht. Und ich mag das. Ich mag diese Gele nicht. Das ist ganz, ganz spannend. Ich bin ja so eine Texturmaus. Ne? Und ich finde im Gesicht so ein Gel-Primer finde ich noch okay.
Aber sobald ich an meinen Körper gehe, finde ich das ganz, ganz scheußlich. Da kriege ich richtig so ein Zittergefühl. Ich bin Konsistenzmaus. Und das, die Konsistenz war für mich zumindest leider gar nichts. Aber ich weiß, viele davon schwören euch. Und wenn ich einen Sonnenbrand bekommen würde, würde ich sofort in die Apotheke gehen und mir das holen. Aber ich kriege keinen Sonnenbrand, weil ich nicht rausgehe. Okay, jetzt Freunde, komm, wir holen mal etwas raus. Nee, das hebe ich noch auf. Ja, wir machen uns noch mal ein bisschen über mich lustig. Okay, es gab mal eine Zeit, da habe ich, das ist schon 3 Jahre her, so, da habe ich wirklich gehofft, dass ich Istanbul noch ein bisschen hinauszögern kann. Das Hinauszögern hat geklappt, aber die Wirkung war nicht da. Wobei, kann ich nicht so sagen. Ich habe mir einmal Minoxidil geholt und das habe ich im Internet gefunden. Das ist Pantrix, ein Haarwachstumsaktivator. Steigert die Haardichte bei... Erhöht die Dichte von dünner werdendem Haar. Stärkt Haarwachstum durch patentierte Moleküle und enthält das Haarwachstums... anregenden Wirkstoff Redensil. Das Problem mit den Dingern ist, erstmal, das habe ich nicht vertragen, ich habe sofort eine rote Stelle bekommen. Wartet mal, ich habe ein Bild gemacht davon. Ich hatte das nämlich neulich mit, als ich, wo war ich denn da? Ich weiß es nicht mehr, das sehe ich gleich hier. Sekunde, bleibt dran, Freunde. Hamburg, genau, das war am 8. Februar. Ich blende euch das Bild hier einmal ein. Da habe ich das benutzt, habe mir das an den Ansatz gesprüht und habe den Ausschlag meines Lebens bekommen. Und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, das kommt jetzt weg. Das Problem mit diesen Dingern ist, die haben zwar eine Wirkung und du kriegst auch neue Härchen. Aber beim Minoxidil ist es zumindest so, ich krieg totale Kopfschmerzen davon. Und zwar wirklich so einen richtig dicken, dicken Kopf. Und sobald du aufhörst, nach 28 Tagen fallen alle Haare, die durch dieses Produkt gekommen sind, wieder raus. Und ich bin ehrlich, ich habe keinen Bock, den Rest meines Lebens mir die Haare mit irgendwas einzusprühen, wo ich nicht mal das Wort aussprechen kann. Ist so eine Regelung, die ich mir selber dieses Jahr gegeben habe. Ich esse zumindest keine Dinge, wo Sachen drin sind, wo ich das Wort nicht aussprechen kann. So, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, also habe ich es aufgegeben. Wir begeben uns dann einfach in entweder Ende des Jahres oder nächstes Jahr nach Istanbul und dann ist das Problem dann auch erledigt. Ich würde euch davon wirklich abraten. Außer für euch ist es in Ordnung, dass ihr den Rest eures Lebens dieses Sprays benutzt. Dann würde ich lieber Thymianwasser nehmen, aber da zweifle ich Tatsache auch an der Wirkung. Jetzt, Freunde, da mache ich mich sehr unbeliebt mit, aber es tut mir leid, ich bin immer ehrlich mit euch. Das ist von No Cosmetics, der Liquid Illuminator, 10% Brightening Komplex, ebnet den Teint, mildert Pigmentflecken, reduziert PIEs und PIHs. Habe ich gar nicht vertragen und habe ich auch sehr selten benutzt, weil ich irgendwie, also auch hier war, man soll es halt nicht mit anderen Sachen kombinieren. Und ich habe ja mittlerweile so viele tolle Pflegeprodukte, beispielsweise, jetzt kann ich ja drüber reden hier, ne? Dieses Farm Loves Face, AHA, BHA, Organic Kale. Liebe das Produkt. Aber wenn du andere Actives benutzt und selbst Vitamin C zählt dann am Ende des Tages mit dazu oder Niacinamid, dann... Also, ich habe lieber 5 oder 6 Schritte für meine Skincare-Routine, die aufeinander abgestimmt sind, als ein Produkt, was irgendwie alles können soll, bin ich nicht so ein Fan davon. Ich bin großer Fan davon, wirklich auf das zu achten, was meine Haut gerade an dem Tag braucht. Ne? Im Moment bin ich zum Beispiel ganz gut auf Vitamin C, morgens, abends Retinal, um so ein bisschen vorzubereiten für die nächste Jahreszeit. Ne? Also im Winter, ich sag immer so, wie Reifen wechseln, von Oktober bis Ostern kannst du diese ganzen Actives ohne Probleme, trotzdem Lichtschutzfaktor, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Benutzen, weil einfach die Sonneneinstrahlung nicht so hoch sind und darauf verzichte ich komplett im Sommer. Also im Sommer ist Retinol, Retinal, tschüss, benutze ich nicht. Und das war mir einfach, weiß ich nicht, das war mir irgendwie so ein bisschen, nee, ist vielleicht auch so ein Prinzipien-Ding gewesen, wollte ich dann nicht. Und jetzt ein Produkt, was mich wirklich so traurig gemacht hat, weil ich gehofft habe, dass ich es liebe. Ihr wisst es, ich schwöre seit Jahren auf die Magic Cream von Charlotte Tilbury. Liebe ich sehr. Weiß ich nicht, wie oft ich euch die schon gezeigt habe. Und dann kam die gute Maus ja auch mit dieser Water Cream mit raus. Die überzeugt mich ehrlich gesagt nicht so. Greife ich auch sehr selten zu, weil sie mir einfach zu leicht ist. Aber sie kam hier mit raus. Das ist das Radiant Skin Magic Hydrator Mist. Das ist ein Spray mit japanischem Kombu-Extrakt, Hyaluronsäure, Niacinamid. Was wirklich ein unglaublich tollen Duft, diesen Charlotte Tilbury Duft. Dieses frische Gefühl, die Haut sieht so gesättigt aus.
Als Über-Make-up kein Problem, dafür habe ich es jetzt auch raufgetragen, aber das ist ja eigentlich eher so ein Skincare-Spray gewesen und ich habe es leider nicht vertragen. Das ist ganz, ganz spannend bei Charlotte Tilbury. Entweder meine Haut liebt es oder meine Haut hasst es. Es gibt dazwischen leider, leider nichts bis jetzt. Magic Cream Top, die Body Lotion geht gar nicht, genauso wie das, weil ich es einfach auf meiner Haut so nicht vertrage. Über-Make-up, wenn die Schicht genug ist, dann ist es aber okay. Es ist einfach sehr, 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 sehr teuer und ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer. Bei der Magic Cream sage ich, wenn du möchtest, so viel Geld dafür auszugeben, dann kann ich das empfehlen. Hier würde ich sagen, da würde ich dann eher wirklich ein Thermalspray nehmen. Das ist noch nicht mal mit Duftstoffen. Ne? Also ich habe kein Problem mit Duftstoffen, dass wir uns nicht falsch verstehen, aber bei so einem Skincare-Spray weiß ich nicht. Leider, leider auch nicht ganz so meins. Und jetzt, Freunde, haltet euch fest, setzt euch hin, dieses Produkt. Also erstmal ist es auch ein bisschen meine Schuld und zweitens bin ich auch einfach voll drauf reingefallen. Ne? Also ich bin ja wirklich eine recht, ich gebe mir Mühe, eine reflektierte Maus zu sein und vor allen Dingen auch über Dinge, die ich haben möchte, nachzudenken. Warum will ich das? Will ich das als Statussymbol oder will ich das, weil ich das schon immer haben wollte? Oder will ich das einfach, weil es gerade alle haben? Das war ein Produkt, das hat alle drei Kategorien gleichzeitig abgedeckt. Und zwar Aesop. Aesop ist ja das Produkt der Hollywood-Stars und Sternchen. Ne? In jedem Architectural Digest-Beitrag siehst du im Bad Aesop. In jedem teuren Restaurant siehst du Aesop-Flaschen. Zumindest meistens ist es aufgefüllt mit irgendwas anderem billigen. So, das ist eine Pflegelinie. Die haben tolle Produkte und das ist so ein Erlebnis. Das ist so ein Erlebnis, sich die Hände zu waschen. Aber ich habe das hier gekauft und das ist das Problem, wenn Packaging nicht eindeutig ist. Hier steht aromatische Handseife. So, ganz oben, das ist das Erste. Und dann kommt, wonach riecht es? VTV, Petit Grand, Bergamot. Und dann, erst dann darunter steht da Exfoliating Handwash. Erstmal schaut euch bitte diese Verpackung an. Wie eklig sieht die bitte aus? Für was kostet? Ich sag euch, was es kostet, weil das Aesop Hand Exfoliator. 35 Euro. 35 Euro für eine Handseife. Meine Hände haben schon einige Dinge erschaffen, aber ich bin nicht Beyoncé. Und selbst Beyoncé braucht keine Handseife für 35 Euro. Der Geruch. Ein Traum. WTW, dieses Bergamotte, das riecht nach einem Spa, wo du hingehst, wenn du keine Geldsorgen hast. Das riecht nach so, ich habe ein Luxuswochenende für 700 Euro im, weiß ich nicht, Waldorf Astoria gebucht. So riecht das. Toller Duft. Aber pass auf, hört ihr das? Das ist schön, ne? Wir waren doch sicherlich alle schon mal irgendwo am Strand oder irgendwo dort, wo Sand ist. Ihr habt euch eingecremt, mit Sonnencreme natürlich, und setzt euch dann auf euer Handtuch. Und zwischen eure Beine kommt Sand. Dieses Gefühl von Sand und Glitschigkeit zwischen euren Fingern. Das ist... ich habe es nicht gelesen, es stand da ja auch nicht offensichtlich da, jetzt ja, aber ich dachte, oh, Handseife, schön, riecht nach Bergamotte und bla 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 bla. Du wäschst dir deine Hände mit Schleim und Sand. Es riecht gut, es ist gut riechender Schleim und es ist gut riechender Sand. Aber bitte, für 35 Euro, du kannst ein besseres und vor allem günstigeres Peeling machen, wenn du in deinen Garten gehst oder in deinen Blumenkasten dir ein bisschen Sand mit... Nee, noch besser, noch besser. Falls ihr ein Kind habt, nehmt einfach das kleine Schürchen, schüttet es euch auf die Hände und wascht euch dann die Hände. Selber Effekt, nur sogar noch nachhaltiger als hier 35 Euro für Aesop. War halt so ein Ding, ich wollte unbedingt so ein Aesop-Ding im Bad haben, weil es haben ja alle. Und das sieht so toll aus und das ist so ein mittlerweile leider 0815-Ding für mich geworden. Wenn ich das sehe, dann nehme ich an, dass du mich veräppeln willst. Du hast dir einmal für 35 Euro dieses Ding geholt. Das ist Plastik, ne? Das ist nicht mal Glas. Und dann füllst du es halt mit, weiß ich nicht, Balea Wintertraum auf oder so. Habe ich auch schon oft gemacht, aber halt nicht damit. Also, nee.
35 Euro. Ich bezweifle, dass Beyoncé in der Community ist und Beyoncé die Videos guckt und sich denkt, heute suche ich mir meine neue Handseife aus. Schauen wir mal, was Maxi mir heute empfehlen kann oder nicht empfehlen kann, weil er sagt, das ist nur für Beyoncé. Beyoncé, auch du brauchst keine Aesop Handseife, ihr süßen Mäuse. Das war wirklich eine wilde, wilde Aktion. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf, auf diesen schnellen, so ein bisschen casual, ne? Wenig Schnitte, einfach ein bisschen gemütlich. Ich glaube, das ist das, was uns mal ganz gut tut, wenn es nicht ganz so aufpoliert ist. Ihr süßen Mäuse, Finger weg von diesen Produkten. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf. Und spart euer Geld.